Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gern dein Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich würde mich freuen, wenn ich mit dir wachsen darf. Und genau deswegen lege ich direkt los. So, liebe Seele, da wollen wir natürlich auch sehen, was der Tag für dich bereithält. Und das sieht sehr, sehr stark nach Wachstum aus, nach Festigung. Und wir haben hier, habe Geduld. Liebe ist geduldig und freundlich immer. Und die Liebe kommt heute so schon in dein Leben, aber nicht in Form von Partnerschaft, sondern von Weisheit. Die Liebe hin zur Weisheit. Das bedeutet eben auch, dass du einen schönen Impuls bekommst, dass du dir Klarheit schaffen möchtest, nicht nur für Berufliches, sondern du siehst jetzt auch wieder deine großen Pläne. Und deine großen Pläne, die erfordern auch Geduld, welche du derzeit einfach nicht aufbringen kannst. Ja? Die Liebe dafür aufzubauen ist schwer, aber du wirst es schaffen. Das Schöne ist nämlich, dass der Interaktionswinkel hier im wunderschönen Aufbau liegt und nicht in der Thematik von Negativität. Die Thematik von Negativität liegt nämlich hier in der Sicherheit für deine Weisheit und diese verbindet sich schön mit der Verwurzelung und der Aufbau deines wollenden Strahls, nenne ich das gerne. Das sind so die Glücksmomente, die du dir als Zwischenziele setzt. Ja? Und Zwischenziele sind immer ein guter Motivator auch, um das große Ziel zu erreichen, wofür eben noch ein bisschen Geduld erforderlich ist. Was aber auch vollkommen okay ist. Ja? Zum Beispiel, wenn du persönlich dein persönliches Tagesorakel von Montag bis Freitag jeden Tag ein Jahr lang bekommen möchtest, kannst du auch hier buchen für 149 Euro oder du lässt es. Das ist deine Entscheidung. Und genauso hast du kleine Zwischenschritte. Du kannst dich entscheiden eben oder du lässt es und bleibst in der Geduld. Immer hier abwiegen, was heute für dich gut ist. Man sieht nämlich, dass du einen sehr, sehr positiven, starken Fokus auf deine Zukunft jetzt legst. Und das ist etwas sehr, sehr Schönes und Kraftvolles. Just breathe. Also einfach einmal durchatmen. Es kommt so viel auf dich zu, so viele Impulse, so viele Kleinigkeiten, die aber detailgetreu und was Großes Ganzes ergeben. Und das solltest du auch mal wahrnehmen. Kannst du aber nur, wenn du mal durchatmest, somit auch deiner körperlichen Kraft ein bisschen was Besseres tust, den ganzen Stress mal an dir vorbeiziehen lässt und einfach einmal sagst, es ist alles gut und ich gehe jetzt zu mir in die Ruhe. Ich komme jetzt bei mir an. Ich besinne mich jetzt auch mal auf den Moment, ja, weil den Moment zu genießen, das hast du schon lange nicht mehr gemacht. Und deswegen liegt hier heute auch so ein bisschen die Unwachsamkeit in der Ruhe. Ja. Es kommt dir ein bisschen komisch vor, aber du kennst es. Du kennst dieses gute Gefühl. Dieses gute Gefühl von sichtlichen, wundervollen, schönen Momenten, wo du einfach nur du warst und beobachtet hast. Beobachtet, wie deine Seele dich trägt, wie dein Umfeld auf dich reagiert und vor allem, was deine Gedankenspiralen machen. Denn dein Verhaltensmuster hat antrainiert, dass du dafür gar keine Zeit hast. Aber dieses keine Zeit haben, ist eine sehr, sehr große Lüge, die wir uns antrainiert haben. Wir haben unseren Tag einfach nur zu voll gemacht. Und wenn du jetzt zum Beispiel heute Wäsche waschen musst, natürlich ist es morgen ein bisschen mehr Wäsche, aber nicht so viel mehr Wäsche, dass es dein Genick bricht. Sondern vielleicht ist es eine Maschine mehr und dann musst du halt zweimal laufen, aber dafür tust du halt auch irgendwas anderes aufschieben dafür. Du sollst jetzt nicht darauf hinausarbeiten, irgendwas die ganze Zeit aufzuschieben, sondern einfach deinem Tag mehr Momente geben, wo du einfach mal durchatmen kannst und den Moment auch mal genießen kannst. Für den einen ist es eine Zigarette, für den anderen ist es ein Tee oder ein Kaffee, für den nächsten ist es einfach still dasitzen oder Musik hören. Durchatmen. Sehr schön. Taten sagen mehr als Worte. Verleih deiner Liebe durch Taten Ausdruck. Und diese Tat ist etwas für dich. Ja, dieses Durchatmen, das ist ja etwas tun. Das ist zu sagen, hey, ich möchte nicht immer funktionieren,
sondern ich möchte auch bei mir etwas Gutes tun. Und darum geht es heute, so diese Besinnlichkeit zu dir selbst. Das ist etwas, was die Menschheit leider immer mehr und mehr vergisst. Und hier geht es gar nicht um diese große Meditationsgeschichten und finde zu dir selbst diese Selbstreflexion arbeiten, sondern einfach die Ruhe in deinem Alltag zu bringen. Vielleicht macht dir die Ruhe auch ein bisschen Angst, weil du es schon lange nicht mehr kennst und denkst, ich verpasse irgendwas oder ich muss irgendwas tun, weil sonst bin ich nichts wert. Aber das stimmt nicht. Und wenn du das, was du heute tust, mit Liebe machst und auch dir selbst mal eine Grenze setzt, dann wirst du spüren, dass nicht nur dein Körper dir dankt, sondern dein Geist hier in ein völlig neues Bewusstsein übergeht und dir natürlich dann auch die Befähigung und Bemächtigung gibt, im Außen sowas als Mentor oder Mentorin aufzuzeigen. Und du wirst immer mehr deinen Ruf finden, was dein berufliches, finanzielles Feld einmal werden soll. Auch das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den du für dich immer wieder ja anschauen solltest. Und in der Ruhe klappt es eben am besten. Die Liebe in der Tat zeigt sich heute bei dir auch in der Zwischenmenschlichkeit. Gerade in der Familie wirst du heute ein wichtiger Faktor sein für die Thematik Harmonie. Schön. Collect moments, not things. Und da haben wir nochmal das Resonanzfeld, was richtig schön zeigt, hey, du sollst Momente sammeln und keine Dinge. Ja, schön, vielleicht hast du eine Sammelleidenschaft, ich zum Beispiel habe die ein oder andere Sammelleidenschaft, aber es geht doch auch um die Momente. Es geht um die Momente im Leben, die man nie wieder mitbekommt. Ja, wenn du jetzt in Paris bist, vor dem Eiffelturm stehst und alles glitzert, dann siehst du das vielleicht einmal, aber es gibt immer nur ein erstes Mal. Dieser zweite Eindruck ist nie wieder der erste Eindruck. Und wenn du das nicht als Moment annimmst und ansiehst und genießt, dann hast du was verpasst im Leben. Und da geht es jetzt nicht nur um Paris, da geht es um alles. Ja? Da geht es das erste Mal essen gehen mit dem Partner, vielleicht auch die erste Tanzbar mit einer Freundin, ganz egal, welchen Moment du erlebst. Es gibt immer nur diesen einen ersten Moment, der deine Erinnerung sehr prägt. Alle anderen Momente werden auch natürlich aufgenommen in die Erinnerung, aber es ist viel schöner zu sehen, was dort geschieht, wenn die Momente gelebt werden und angenommen werden. Und das heißt dann auch ab und zu, Finger weg vom Handy. Zeige Liebe. Finde heraus, was den Menschen, die du liebst, wichtig ist und handle danach. Ja, da kannst du dann wieder dein helferisches Syndrom ein bisschen ausleben lassen heute. Aber das bezieht sich gerade auf die Familie. Vielleicht geht es dir ein bisschen besser als allen anderen oder du hattest immer das Gefühl, dass du so ein bisschen das Bindeglied bist, dass die Familie funktioniert. Heute kannst du das wirklich ausleben und auch aufzeigen, dass man eine Familie ist, dass man auf jeden Fall auch wieder zusammenwachsen kann, auch wenn es viel Streit gab, auch wenn hier viel Disharmonie war. Am Ende herrscht die Klarheit und eine Familie ist eine Institution und das wirst du dann auch leben dürfen. Was bringt dich zur Ruhe? Ja, also du kommst nicht drum rum. Bestimmt gibt es Personen, Dinge, Lieder oder Tätigkeiten, bei denen du ganz ruhig wirst. Mach dir diese Ruhepole bewusst und umgib dich mit ihnen, so oft es dir möglich ist. Also heute nochmal das Aufzeigen, egal was dich zur Ruhe bringt, einfach durchatmen, den Moment genießen und die Ruhe dein System regenerieren lassen. Weil nur so kommst du auch wieder an den Punkt, dass du sagen kannst, ich bin in meiner vollen Kraft und nur in der vollen Kraft kannst du authentisch du selbst sein. Aber nicht nur authentisch du selbst, sondern auch die Power haben und benötigen, die du brauchst, um Menschen wieder zu helfen. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen und mach's gut.